Ja, ich Hey. weiß, du kriegst das erste Set, ich krieg das zweite, Klemmi kriegt nix. Okay. Oh, ich Bin ich will fair. auch was. Du kriegst dann mein altes Höllenset. Ich, Aber nur, wenn jo. das Meteoritenset überhaupt besser ist. Toll, wenn nicht, Wenn dann bin nicht, ich dann. gearscht. Ja. Dann haben wir Hellstone abgebaut, nur für mich. Dann kriegst du von mir aus mein Hellstone-Set. Für die letzten Wow. 10 Sekunden des LPs. Yay! So, Ja, da gucken, wie freut lange man wir sich doch noch machen. drüber. Vielleicht noch den Jungle finden oder fliegende Insel. Ja, ich würde sagen, den Jungle können wir dann noch machen, oder? Jo, klar. Ja, nur für den Ivy Whip. Auf jeden Fall. Gibt's sonst nichts im Jungle? Doch, wir könnten Grass Blade machen und noch irgendwas. Grassblades sind ja auch irgendwie besser. Nö, nicht sonderlich. Nicht wirklich so lohnenswert. Oh fuck, ich sterbe hier fast. Wenn Oh man da hinten mein stirbt, Gott, das ist Mann. echt bitter. Wie weit bist du weg, ey? Das ist ja abnormal. Ja, was meinst du, wie weit ich gelaufen bin? So weit wie ich, nur noch weiter. Ja. Eben, und hier müssen aber links auf jeden Fall dann noch mehr sein. Angeblich sollen immer über Meteoriteneinschlagstellen fliegende Inseln sein. Also wir können uns hier gleich hochbauen und mal gucken. Geil. Das könnte Ich daraus bekomme die resultieren, erste wenn. fliegende Insel. Ja, die benennen Ja, wir aber dann das nach dir. ist nur eine Klemi Truhe Land. und mit irgendeinem Item, also zum Beispiel Double Jump oder sowas. Double Jump, her damit. Oder höher springen. Geil. Höher springen, her damit. Ja. Ich setze jetzt erstmal meinen Alles Spawn Point hier meins. hinten. Und deine Dann habe ich schon Schwimmflossen, die sehr lässt viel du auch vorstellen, wie brav Tom jetzt rüberwachsen. sabbert, ey. Ja, also ich sitze hier gerade auf meinem Stuhl, auf meinem Schoß sind schon 3 Liter Sabber. Oh. Doppelsprung. Ja, damit. So. Ja, seid ihr mal bald da? Ich halte nicht mehr lange durch. Hier muss doch irgendwo. Ja, Mann, hier ist ein Bett, das Sag mal, brauche ich nicht. durchhalten. Wie mussten du da durchhalten? Weil Ich hier baue erstmal ständig hier. solche Scheißviecher angeflogen kommen. Diese So, Spawn Monster, Point diese Set. Meteoritenmonster. Es gibt Meteoritenmonster, das wusste ich nicht. Halt Ja. mal Abstand. Ich bin gleich beim Bett von uns. Oh Jo, Gott, Tom. dann dauert das noch Ich habe ewig. oben mal wieder eins Wir müssen nur noch hingebaut, sehr geil. 2000 Kilometer, 2000 Meter entfernt. Bett, 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 Bett. Danke sehr. Wir haben hier oben auch irgendwas gehabt. Da gibt es auch einen Demolitionist, da kann ich mir noch TNT holen. Ah, 4 Sternsplitter. Okay, dann Ich bin tue ich nur noch mir so ein Mana-Kristall 1500 Meter craften. entfernt. Oh, und gleich ist es noch dunkel, dann gehen mir jetzt Zombies auf den Sack oder was? Fehlt nur noch Blood Knight. Ich hab Mana. Gleich kommt. The Blood Moon has risen. Na, ja, das ist schlecht. Ja, das wäre echt schlecht. Das Den wäre Dungeon könnten richtig wir auch schlecht. noch mal komplett erobern, dann wenn wir unsere perfektes Equipment haben. Den haben wir auch noch nicht durchgemacht, ne? War es ein Dungeon? Ja. Ja, stimmt. Verdammt, die Axt. Hab schon fast gleich einen ganzen Stack Meteoriten-Dingens. Was, Ich so komme. viel? Ja, klar. Das ist richtig viel. Ne, ich habe jetzt 100. Hier ist nochmal so viel. 500 Meter hab Du ich bist ja fast. gleich wieder da, ne? Hier ist ein Nur, dass die riesiges Monster hier einem Gebäude. so richtig auf den Sack gehen, ne? Hast du nicht dein Bumerang-Dingens? Ja, ich muss ja nebenbei Oder das sind es viele Meteoritenzeug Monster? abhaken, ja. Weil die respawnen ja immer wieder, es sind immer 3 Stück. Oh. Ich bin das jetzt 10, Mann. 400 Meter noch. Ich hol dich ein, Clemi, ich sprinte. Ah, ich habe das meiste schon hier abgehackt. 100 Egal, Meter es. nur noch. Ich Es bin kommt bereit. irgendwie kommt keine Viecher mehr. Ah, doch, da Lol. kommen welche. Hau mal TNT hinten hin, aber mach mal so einen Ey, ich will Aufschlag. sehen, bevor du wegsprengst hier. Nee, spreng mal schneller alles weg. Lol, was ist das? Nein! Ah, das ist ein Monster. Ich komme angesprintet! Hooray!
Ja, alles, was hier leer ist, das war alles voll mit diesem Feuerzeug. Habe ich alles abgefahren. Spring mal weg hier. Okay, ah, warte. Ich habe 3 Stück. Wenn das so lange hier rechts wegfahren. Okay, Achtung, Tom, ich pflanze jetzt eins hin. Das wäre aber schlecht, du musst das irgendwie mittig machen. Ja, ja, sehr gut. Perfekt. Ja, da steht er gut. Pflanz noch einen hin, los. Oh. Was war das denn? Idiot! Mehr für uns. Wir haben kein Dynamit. Ja, ist nicht schlimm. Eiskalt, Alter, richtig schlecht. Richtig schlecht. Und alle, die es jetzt nicht ganz gemerkt haben, er hat sich mit seinem Spiegel nach Hause geportet. Nein! Nein! Los, bring Dynamit. Ja, ja, ich komme. Brauchen wir dann noch Obsidian-Kombination mit? Oh nein. Weißt du das? Wie? Ob wir dann noch Obsidian brauchen in Kombination? Keine Ahnung. Müssen wir nachher schauen. Ich glaube, ich baue schneller ab wie du. Ja, du hast auch eine bessere Spitzhacke. Ich weiß. Ja, dann. Irgendwie gehen die mir jetzt nicht so besonders auf den Sack, die Gegner. Ja, weil nur 3 da sind und die gehen mir gerade auf den Sack. Irgendwie, wenn man irgendwie bestimmte Anzahl von Prozent des Gesteins abgebaut hat, verschwinden die Viecher. Das steht da gleich, glaube ich, auch nochmal. Aber wir sind ja schon fast fertig. Oh. Das war sehr intelligent, dass ich nicht aufs Live geachtet habe. Ficken. Ja, geil. Ja, jetzt sind sie weg. Aber ich kann mir Meteoritbar craften. Oh, ich will auch was Geiles haben. Alter, mich hat so ein Meteorit bis hierhin verfolgt, Alter. Der steht hier unten. Ja, der ist hier unten. Ich will auch noch mehr. Ich nehme jetzt meinen komischen Morgenstern hier. Hooray! Ich baue mal unten das Bett ab. Hier Bock, geht's jetzt übelst laufen. Tief ins Meer runter, Alter. Oh geil, ich kann mir Feuerwaffen. Hier sind wir am Ende der Map mit einer Schatzkiste. Meteor. Flipper, grants the ability to swim. Mit Meteor-Equipment wird Mana regeneriert. Geil, Tom kann schwimmen. Yay, ich kann schwimmen. Oh. Und wo sind die anderen Meteoriten? Ich bin hier nämlich auch am Rand der Map gewesen. Das war der einzige Meteorit. Dann war das nicht gut. Ich habe nur 90 Meteoriterz. Wie viel Defense haben die Dinger? Weiß nicht. Meint sie das Equipment? Ja. Ja. Das Meteorit-Equip. Ja, das ist mein Shadow-Dingens besser, aber das regeneriert Mana, aber das ist scheiße. Was bringt das Meteorit-Zeug sonst noch? Nichts. Ist das, wo es ganz tief runter geht, ist das das Ende der Map? Ja, und da war auch eine Kiste, wo die einmal ermöglicht hat zu schwimmen. Auch nur so habe ich überleben können. Okay. Dann gehe ich da nicht rein. Wir müssen noch die fliegende Insel finden, oder? Ja. Oh. Jetzt schmeiß ich aber erstmal TNT in den Meteoritkrater. Den Einschlagskrater. Ja, über den Krater könnt ihr mal in die Höhe bauen und gucken, ob da irgendwas ist. Cool. Hast du noch mehr von dem Meteoriterz? Ja, ich habe 32 Bar. Kannst du damit auch Waffen machen? Nee, leider nicht. Und Items? Ja, ich kann daraus 100 Meteor-Shots machen, die 9 Damage machen. Und ich kann mir einen Meteor-Helm und Meteor-Leggings machen. Aber noch keine Waffen, dann mach dir noch nichts. Hast du dir schon was gemacht? Nein. Gut, weil dann gebe ich dir noch gleich mein Zeug dazu.
Boah, Alter, diese scheiß Zombies, ey. Sollen wir jetzt wirklich noch in die Höhe bauen? Warum nicht? Hey, ich versuch's mal schnell. Fliegende Insel. Ja, die Frage ist halt, ob es dann wirklich eine fliegende Insel gibt da oben. Ja, aber die Frage ist, in welcher Höhe und so. Weil wir wissen ja nicht, in welcher Höhe wir sind. Und das Item haben wir halt nicht. Also müssen wir überall die Höhe kennen. Ach, dieses blöde Auge hat mich runtergeschubst. Weil die in einer bestimmten Höhe immer sind. Müsst jetzt in Wikipedia oder so nachgucken, wo die sind. So, und dann halt das Item halt haben, wo man sieht, in welcher Höhe man gerade ist. Weil man startet ja immer nicht bei 0 oder so. Ich bin so genial. Könnte sein, dass wir gerade in Höhe 500 sind oder so. So, so. Jetzt kommen die Dinger angeflogen. Schießen die dich auch gerade runter und nerven dich? Nach oben! Oh, Nacht ist so ätzend. Kannst nicht eben Tag machen? Nö. Okay. Das wäre gecheatet. Kommt noch ein Meteor runtergehopst. Also ich meine Sternschnuppen. Ja, wir können nochmal die Corruption durchsuchen, ich meine. Oder noch mehr hier Feuer-Equipment im Untergrund. Naja, das Feuer-Equipment im Untergrund war sacklangweilig. Gleich ist übrigens wieder Tag, glaube ich. Nein, es ist mitten in der Nacht. Mittelnacht. Stimmt. Hm. Aber in der Höhe kommt jetzt nicht wirklich eine Insel oder so. Du darfst ja nicht auf die Maximalhöhe bauen. Du musst zuerst in die richtige Höhe und dann ganz weit nach rechts oder links. Alter, Tom, sind bei dir auch so viele scheiß fliegende Augen. Nö. Lass mal das mal mit den fliegenden Inseln, bei mir umkreisen mich gerade 6 Stück umkreisen mich hier gerade. Ja, die fliegenden Inseln, die geben eh nur hier, wie gesagt, Double Jump und sowas. Die Items finden wir auch unter mit, oder hier unter der Erde, während wir den Jungle suchen. Also. Ja, dann lass uns mal den Jungle suchen. Ja. Kannst du mal kurz im Internet schauen, wo der ist? Jo, mach ich der eben. Der müsste unter der Corruption sein. Steht es da auch überall? Weil, wenn wir da jetzt unnötig suchen, das ist ziemlich blöd, sagen wir es mal so. Ja, wir müssen erstmal das Item herstellen, dass wir wissen, in welcher Höhe wir sind. Weil okay, da steht zwar für normale Map. Wie kann man das herstellen? Eisen, Kupfer und Gold. Brauchen wir alles 3. Na dann. Tom, brauchst du eigentlich jetzt noch den Herzcontainer, weil sonst nehme ich den jetzt. Ja, ich hätte den gerne noch. Ich brauche noch 3 Stück, dann habe ich 400. Okay. Ich bin jetzt ganz oben, hier ist keine fliegende Insel. Ich hüpfe wieder runter. Ja, die ist ja auch nicht ausgerechnet da. Die kann überall sein. Mhm. Das heißt, du müsstest irgendwie noch weiter nach rechts bauen. Ja, ich benutze mal meinen Spiegel. Hey, Clemi. Hast du noch einen Herzcontainer für mich? Ja, habe ich. Übrigens, Meteoroid-Zeug. Ja, okay, du brauchst das gar nicht. Ja, ich brauche es. Gib mal. Ich brauche Meteoroid-Zeug auch. Ich bin gleich da. Nein, ich habe das ganze Meteoroid-Zeug. Nimm mal den Scheiß. Nee, den hättest du auch einfach in die Kiste machen können. Der Flamerang, der ist richtig geil. Der ist ganz praktisch, da hast du recht. Den will ich auch. Viel Damage. Wir brauchen Gold, ja, aber für brauchen den braucht Silber, man, für Kupfer. Den braucht man Hellstone. Hast du noch Eisen? Ja, das habe ich verkauft. Die 22, die du mir gegeben hast. Ich habe Meteorite. 110, braucht ihr die? Ja. Gib alles mal zu mir. Ich gucke, ob ich daraus Waffen craften kann. Okay. Kommst du zu unserem Haus gerade? Ja. Okay. Weil die Feed-Anzeige, die ist nicht umsonst immer näher. Unterwegs noch Sterne aufsammeln für dich? Ich brauche sie nicht mehr, ich habe schon einen zweiten. Ach so. Dann kann ich mir gleich einen dritten holen. Hm? Hey! Leuchtende Kugel! Yay! Yeah. Wow! So, jetzt mein ganzes Inventar ist leer, endlich. Endlich nur noch wichtige Sachen drin, nicht mehr so ein Scheiß. Ich werfe auch mal den ganzen Kack raus hier. Wenn mittlerweile Merchant oder so da steht im Haus,